Die Bauchweh sind doch schon weg. ja, wir können loslegen, Ronny. Ist schon soweit? Ja, früh am Morgen. 8.58 Uhr ist, glaube ich, das früheste Video, was wir jemals gedreht haben. Normalerweise drehen wir immer gegen 14 Uhr. Falls wenn einer von uns, also in dem Fall ich jetzt aktuell ein bisschen müde wirkt, dann liegt es daran, dass ich müde bin. Ihr habt es ja im Titel gelesen, Lebensmittel-Sonderposten, Kaya zusammengestellt. Wie viel es ist, was es gekostet hat, was die Einzelpreise sind, das werden wir mit Sicherheit auch irgendwie noch rausfinden. Ansonsten zücke ich erstmal mein Aufschneidmesser und schneide hier was auf. Und dann gucken wir mal. Mit Verpackungsmaterial hat man nicht gegeizt. Es ist wieder eine Armada an Verpackungsmaterial dabei. Gut, der Müller ist dann direkt übervoll. Na egal, was soll's. Jetzt ist er übervoll. Ah, es liegt noch so in der Nähe vom Mülleimer. Nicht reingucken, Ronny. Wenn du den Haufen sehen würdest, müsstest du reingucken. Ach so. Ich könnte es jetzt sehr, sehr spannend machen und alles einzeln rausholen. Wir hatten ihr Beefy Roll, der Original, mit Pfeffer quasi. Das Ganze in einem Doppelpack. Ich glaube, es gab ein paar mehr davon. Juhu. Ich wundere mich, dass sie die nicht in irgendeiner Kiste oder so geliefert haben. Die sind tatsächlich einzeln hier drin gelegen, ja. Also einzeln zu zweit. Genau, weil abgebildet war nämlich eine Kiste. Dann war die Kiste kaputt. Oder so. Also ist ja okay, dass ich das so raushole. Ich doch glaube, das war das letzte. So. Es müssten 12 Stück sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, hast recht. 11. Und da auch noch, das gehört auch noch dazu. Jetzt haben wir 12. Geil. Frühstück ist gesichert, irgendwie. Ronny? Ach, da bist du. Oh, Mensch. Ja, ich muss hier mal ein bisschen. Er ist schon abgetaucht, die flüchtet. Nö, ich gönne mir jetzt eine. Frühstück gab es nur Cornflakes, das ist jetzt auch irgendwie schon eine Stunde her, war nicht so erfüllend. Und dann haben wir hier die lecker Dinger, ne? Wolltest du nicht erstmal gucken, seit wann das eventuell schon abgelaufen ist oder so? Sollte ich Ronny jetzt sagen, dass die heute abgelaufen sind? Nein, MHD ist 1. November 22. Ja, das ist heute. Ich weiß, aber ist ja egal, es heißt ja Mindesthaltbarkeit und nicht, ich bin jetzt abgelaufen. Ah, nicht bei allen. Hier steht 21.11.22 drauf. Aber so lange überleben wir eh nicht. Das ist richtig. Ja, also es ist halt typisch Beefy. Es ist halt dieses trockene Brot drumherum drin. Eben diese Wurst. Es schmeckt halt so, wie Beefy halt schmeckt. Ich glaube, das kann man gar nicht anders beschreiben. Es schmeckt ein bisschen fettig, es hat ein bisschen trocken die Wurst und das Brot auch. Und irgendwie isst man es trotzdem. Schmecken die eigentlich die normalen oder die mit Brot besser? Was ja, hier? Die Carazza eigentlich. Ja, für später. Hm. Eigentlich esse ich die Carazza am liebsten, weil da halt eben noch Salami und sowas mit drin ist und so eine Tomatensauce. Und die schmecken am besten. Die sind auch okay. Ja gut, Salami hast du auch. Also ja, natürlich, aber... Ich muss sagen... Die Tomatensauce ist es. Ich find Beefy Roll deutlich besser als die einzelnen Salami. Ja. Mittlerweile, und ich mag also, die einzelnen besser. Echt? Ja. Na so, so ist das. Also ich finde halt die Beefy Salami an sich ist jetzt nicht so besonders toll, dass man sagen kann, aber da muss ich mich reinlegen. Also mal eine im Büro, bei uns haben wir da auch so ein, zwei Pakete mal stehen. Gibt's mal eine, aber so jeden Tag würde ich die nicht essen wollen. Also du hast jetzt hier 12 Doppelrollen bestellt gehabt. Genau. Also eine Packung. Sind 960 Gramm. Ich glaube, so eine Doppelrolle liegt auch bei 1,50 oder was, ne? Ich weiß es tatsächlich auch nicht, weil ich auch nie auf die Preise. Na, dann geh doch mal von 1,50 aus und dann mal 12. Wären dann 18 Euro. Das ist 902, als ob ich das hinkriege. Und du sagst also, das wären so um die 18 Euro. Könnte ja sein beim Einzelverkauf. Ja. Ich habe jetzt... Also ja. Genau. Ich habe rausgefunden, also die 12er, diese Kiste, die es da eigentlich gegeben hätte, hätte wohl 29 Euro gekostet. Okay. Also wahrscheinlich 2 Euro, also 1 Euro pro Stück. Mhm. Und, oder sogar noch mehr. Und ich habe jetzt bezahlt 13 Euro für die 24 Stück. Ja, das geht noch. Wenn man jetzt wüsste, wie viel Gramm Salami das im Gesamten ist, dann könnte man das ja auf den Salami-Grammpreis oder Kilopreis hochrechnen. Plus nochmal ein halbes Kilo Brot dazu. Dann wird es, glaube ich, passen. Ja, es ist okay, aber es ist halt mit einem Euro pro Rolle, ja, ist eigentlich jetzt auch nicht so viel. Es hat so einen Snack für zwischendurch. Na, wir haben jetzt knapp über 50 Cent bezahlt. Ja, ich meine, wenn man zum UVP das jetzt angeht, dann ist für einen Euro ist es immer noch okay.
Also da muss man sagen, hat sich Beefy eigentlich auch ganz gut gehalten in den Jahren. Mhm. Aber warte mal. Jetzt. Hier steht überall Original drauf. Überall ist hier so ein bisschen Pfeffer mit drauf und irgendwie das Gemüse, aber schmeckt irgendwie nicht danach. Nee, das ist einfach das Originale. Das ist immer so. Dann ist es langweilig. So, Milka, Oreo, Côte de Dor, Toblerone und Daim. Jeweils 18. Marci, hast du Bock? Nein. Oh, guck dir das an. Guck mal, Marci. Na. Ja, guten Morgen. Das ist übrigens der Marci. Sieht jetzt natürlich sehr, sehr verlockend aus. 18 Stück insgesamt. Da kannst du jetzt quasi an der Hand abzählen, was von welcher Sorte wie oft drin ist. Mhm. Greif zu, bevor ich... Ach, ist zu spät. Ich mache es. Ich nehme Daim. Daim geht immer. Nachdem ich mich wieder erfreut habe, dass es das ja noch gibt und wir das jetzt mehrfach schon hatten. Was ist denn eigentlich das denn hier? Weiß ich nicht, was ist das denn? Du hast jetzt, ich kann das nicht mehr aussprechen. Côte d'Or. Ist das mit dem Elefanten drauf, oder? Es scheint auf jeden Fall mehr Verpackung als Inhalt zu sein. Ja, es sind ja auch nur im Prinzip 18 Schokostückchen sozusagen. Riegel kann man dazu ja nicht sagen. Daim. Hier, willst du erstmal gucken? Warte mal, ich beiß mal immer ab. Ein Elefantenfuß. Aber die sagen mir auch nichts. Ja, und? Schmeckt nach Schokolade. Ja. Cool. Und die Füllung schmeckt auch schokoladig. Sieht aus wie so eine Mars-Füllung. Sahnig-schokoladig, so eine Mischung. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ist Milchbouché. Also hier steht auch nur Melk drauf, also Milch. Milchschokolade wahrscheinlich. Ja. Also Daim brauche ich glaube ich nicht erklären, wie Daim schmeckt. Ist immer noch lecker? Lecker, ja. Mega lecker, wollte ich wahrscheinlich sagen. Doch, guck mal, ist hier echt ein Elefant. Hier ist der Rüssel, hier sind die Ohren, das ist ein Fuß, das ist der Arsch vom Elefanten und hier ist die Nase immer noch. Ja, oder ist ein VW-Käfer. Gut Fantasie brauchst du dafür, aber... Ja, guck doch mal hin! Der grinst sich sogar an, der hat sogar da Augen noch, ja, zwei Dreiecke. Das ist Benjamin Blümchen. Ich warte noch. Also die Cremefüllung ist geil. Die schmeckt sehr lecker. Ist jetzt Vollmilch einfach nur. Ist auch nicht so wahnsinnig süß. Das Daim ist deutlich süßer gewesen. Ja. Das schmeckt gut, ja. Aber in der Zeit dürft ihr... Ist jetzt nur noch eins da? Nee, schmilzt mir bloß in der Hose weg. Dann schätzt doch mal, was diese 160 Gramm Packung kostet. Viel zu viel. Also wahrscheinlich, ich würd 5 Euro wahrscheinlich. Na, ich würde so 3,99. 4,99. Okay. Okay, sie kostet UVP 2,99. Verdammt. Und wir haben jetzt bezahlt 1,29. Das ist okay. Ja. Dafür, dass es ungefähr 5 Minuten hält. Es sind 159 Gramm. Das mal 2, bist du ja bei 3,50. Ja, passt doch. Auch wenn es nur 2,99 kostet. Nice. Gut. Schön. Haben wir das auch? Willst du erstmal so weitermachen? Oder? Weiß ich nicht. Ich kann erstmal reingreifen. Ah, sie flüchtet sonst. Ich habe auch extra wenig heute frühstückt. Ich habe das total vergessen. Und guck mal, er hat seine Tasche am Ärmel schon offen gelassen. Zum Mensch. Wegklauen. Oh. Kupkakes. Patriotische Cupcakes. Aber ist das wirklich so gedacht? Die haben da so ein Special gehabt mit lauter Hostess-Sachen und da waren sehr, sehr viele so Ami-Flex-Sachen. Ich denke mal, die sind wirklich hier zum Unabhängigkeitstag irgendwie, kommen die dann immer raus. Und wahrscheinlich sind sie deswegen jetzt im Abverkauf gelandet. Und eben um die Welt gereist. Ja, das sowieso. So ungefähr. Junge, was ist das? Immer eine Limited Edition, ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er offen. Preis. So sieht's aus. Greif zu, Marci. Ja, also wenn da jetzt eine amerikanische Flagge drauf wäre, würde ich das ja vielleicht mal verstehen. Ich verstehe es nicht. Also, sie haben die Farben genommen. Ja, blau, rot und weiß. Und Kringel drauf. Naja, wer weiß, was es bedeutet, was wir wieder nicht wissen. Soll ja auch mal vorkommen. Cremefüllung. Boah. Es schmeckt aber. Also, ist ein weicher Teig, die Cremefüllung. Obendrauf der eine Art Zuckerguss oder was weiß ich, wie man das nennt. Und klebt auch dezent in den Zähnen. Das schmeckt so ein bisschen wie aus den Schaumküssen. Findest du? Die Füllung meinst du jetzt? Ja, die Füllung, ja.
Ich hatte jetzt gerade von allem anderen alles im Mund, aber... Es ist auch von der Konsistenz her so die kann es sein. Ansonsten sehr süß. Na, ja, oben die Matte, die sie draufgelegt haben. Alter Schwede. Und leider auch sehr lecker. Wie viele sind da drin? 8 Stück? Oh Mann. Ey, ja, gut, war. Nee, jetzt also noch 6, ja. Gleich nur noch. Also, es sind nur noch 2 drin. Aber es ist mega, mega viel dann irgendwie, mega süß. Ja. Also mir reicht tatsächlich der halbe davon jetzt. Mir nicht. Ich war übrigens gestern mal im Sport, der auch wenn Feiertag war. Echt, ja? Mhm. Obwohl man jetzt wieder ausknobeln muss, wo in Deutschland gestern der Feiertag war und wo der heute ist. Also ich heute ist der 1. November. Ich war übrigens gestern nicht mehr im Sport, obwohl Feiertag war. Das weiß ich, das habe ich gesehen. Du, es war aber erstaunlicherweise richtig voll. Ich war um 11:30, glaube ich, da oder kurz vor 12. Bin dann da vorgefahren mit dem Fahrrad. Guck rum und denke mir so, what the fuck, wo kommen die ganzen Autos her? Da war richtig Atta drin, also haben einige ausgenutzt. Deswegen bin ich gar nicht gekommen, war mir zu voll. Ja, wusste ich. Außerdem musst du ja noch 5 Kilometer weit mehr fahren, 4 Kilometer. Ja, back to topic, was sagen wir? Also ist auf jeden Fall, ich kann euch den Tipp geben, ist ein Import. Gibt es ja so nicht, deswegen macht mal euren Preiseraten. Also ich würde sagen, das kostet 7 Euro. 5,99 Cent. Also 7,99 in Euro oder umgerechnet. Ja, ich bleib bei 7 also Euro. Also ungefähr zwischen 5 und 6 Euro, würde ich sagen. Also der Import, wenn man den hier kauft, kostet so 9 bis 10 Euro die Packung. Und wir haben bezahlt 5,99. Ach so, warte, hey. Oh, ich hab Dollar gesagt. Verdammt. Aber es sind immer 360 Gramm, also so ist es ja nicht. Ja. Das ist okay, ja. Trotzdem, wenn die Packung so angerissen ist und... aber wär's dir jetzt... Aber ist von eben echt satt schon. Ja. Aber wäre es euch jetzt entweder die 10 Euro oder die 6 Euro wert? Nein. Ah, es sind 8 Stück. Also, bis zu 8 Euro maximal, ja, weil die relativ groß und mächtig sind, dass du, sag mal, pro Kuchen hier 1 Euro bezahlst, dann ja, könnte man mitgehen. Ich hab ja bei uns hier so einen Rad oder so einen Candy Shop. Ja. Und da kann man auch mal so Sachen so testen, die aus Amerika kommen. Und ja, ich würde es einmal ausgeben dafür, um einfach mal zu wissen, wie es schmeckt. Ja. Und dann wäre es mir aber schon zu teuer dafür. Ja, sehe ich auch so. Hast du Durst? Gibt es noch was zu trinken? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ein Getränk ist drin. Ein Getränk? Oh, er greift das direkt. Ja, das habe ich erfüllt. Aber schön, dass er das in eine Tüte reingemacht hat, falls es kaputt geht. Weil nach dem, was wir jetzt uns hier gerade reingezogen haben, an Süßstoff und Zucker. Da brauchen wir noch ein Erstmal noch was zum Nachspülen. So, guck mal, Highspeed Sport ISO. Yellow Storm. Also ab jetzt läuft das Video dann in doppelter Yellow Storm. Das klingt für mich, als hätte einer gegen den Wind gebissen. Den Mittelstrahl. Aber es soll Mango sein. So. Ich darf jetzt kein Lachrecht kriegen, sonst dauert das durch. Die hätten auch Yellow Snow draufschreiben können, es wäre nicht besser geworden. dann gleich so auch in den Schnee gepinkelt. Naja, beides. Bei hoher Windstärke in den Schnee und dann hast du Yellow Snowstorm. Macht jetzt gerade dein Eingießen nicht besser. Nee, das habe ich auch gerade festgestellt. Da ist auch ein Spritzer daneben gegangen. Ja, wir lecken nachher den Tisch ab, alles gut. Ja, so wie immer. Ja, nichts verschwenden, ne? Prost. Erfrischend kühl. Was habe ich gesagt, nach was es schmecken soll? Mango. Und? Nicht so doll. Na doch, also schmeckt nach Brausetablette mit Mango, also Mango-Geschmack so. Schmeckt wie eine aufgelöste Brausetablette. Nur ohne dass es, ja komplett ohne das bisschen Sprudel, was dann manchmal noch drin ist. Na hier ist ja nie Sprudel drin, das ist ja immer still. Ja. Das hält die Klappe, das Wasser, aber... Ja, so ein isotonisches Getränk, das ist mehr Wasser mit ein bisschen Geschmack. Noch den, so ein bisschen den Iso-Geschmack mit dazu, aber von Mango, hätte ich das jetzt nicht gelesen, würde ich mich ganz schwer tun zu sagen, da wäre Mango drin. Ja, trinkt sich so weg. Das auf jeden Fall, das tut sich ja die Dinger sowieso immer. Beim Sport kann man sich das mal geben, ja. Aber ansonsten ist jetzt nichts Besonderes. Nee, ich glaube, die liegen auch so bei 1,60, ne? Puh, ich würde sagen 1,99. Also UVP 1,49 und wir haben bezahlt 1 Euro. Das geht klar. Dafür, dass wir hier eine 0,75 Liter haben, ja, ist noch bis zum 22.10.23 haltbar. Also ist gut. Ich merk jetzt schon die Power, den Speed, der kommt in mir. Ich bin so schnell verschwunden. Ja, der Videoschnitt ist gleich erledigt, ne?
quasi schon fertig mit dem Videoschnitt. Ronny, mach mal, erstmal sauber. Das ist doch hier so ein Wischmopp. Boah, Marci, hast du hier gekleckert oder was? Ja. Oh, ich sehe nach Katze aus. Aber ich bin hier Batman. Ich kann nicht viel, aber kleckern kann ich. Schön. So. Kuckuck-Crossies. Crunchy Moments à la Maple Walnut Brownie. Also Ahorn, Walnuss und Brownie-Geschmack. Von Nestle. Von wem sonst? Na Kai, kriegst du schon eine feuchte Zunge? Geht so. Was? Es liest sich doch voll lecker. Ach, ich bringe einfach meinen Zettel. Dann warte ich noch. Kai ist noch so energielos. Ja, deswegen, ja. Ich brauche unbedingt Ahornsirup. Ja, neun. Und den Nutri-Score E, das steht ja für ganz viel Energie. Also, was haben wir denn Schönes? Ah ja, ich habe es gefunden. Sehen also aus wie die Standard-Schoko-Crossi-Dinger. Dann schauen wir mal, ob sie jetzt anders schmecken. Die riechen auf jeden Fall krass nach Ahornsirup. Ja, das stimmt. Ist immer so ein leicht strenger Geruch. Hm. Aber geschmacklich kommt da kaum Ahornsirup. Nee, komischerweise nicht. Also du hast hier eine Schokolade, kräftige Schokolade. Es ist jetzt nicht wahnsinnig süß, also Kakao, merkt man. Krokant, weil es so crunchy ist. Cornflakes auch. Schmeckst du die Walnuss raus? Naja, auch nicht. Also ich muss gar nicht. Ich wollte ja gerade vorlesen, was alles drin ist, was ich jetzt vermisse. Naja, jetzt so ein ganz leichtes bisschen Ahorn. Aber dafür, dass sie damit werben, ja. Das ist irgendwie so Ahorn, Walnuss und Brownie. Also im Abgang hast du den Walnuss, den Ahorn-Geschmack noch so leicht. Es ist schokoladig, kakaolastig. Das schon crunchy halt durch die Cornflakes und so weiter, aber von der Walnuss merke ich jetzt gar nicht so viel. Also das ist eigentlich auch ein dominanter Geschmack immer. Ja. Ich glaube, davon schmecke ich auch nichts. Aber wenn man eine Weile über den Geschmack nachdenkt, kommt so ein bisschen Ahornsirup mit durch, ja. Aber ich hätte da jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet. Aber schmecken trotzdem gut. Ich sehe nicht mal eine Walnuss hier drin. Ja, wäre wahrscheinlich so Krümelchen sein. Walnuss also mit Cornflakes und so weiter. Aber. Ja. Ist es denn noch so richtig crunchig oder? Ja, also jetzt hört man es. So wie die normalen. Ja. Ja, okay. Ist okay. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie extra Geld für bezahlen, weil dafür schmeckt man zu wenig. Nee, jetzt wo ich weiß, auf jeden Fall nicht, ne. Also ich darf jetzt übrigens nicht mitraten. Warum eigentlich nicht? Das wäre ja unfair. Wir haben hier 140 Gramm drin. Ich sage jetzt mal 2, könnte bei Nestle auch hinkommen. Aber 2,80 wäre ganz schön viel. Na, ich sag 1,50. Ja, oder 1,69. Also UVP 3,29. Alter Schwede. Hätte ich ja doch den Schokopreis mal 2 nehmen können. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die normalen kosten. Aber das ist auf jeden Fall krass viel. Und wir haben jetzt bezahlt 1,59 €. Ja, Punktlandung. Ja. Oder ja, nee, du solltest raten, was das UVP kostet. Und ach so. Wir bezahlen. Ah, ich dachte, wir machen es jetzt mal anders. Ja. Also für 1,50, sage ich mal, kann man das mal probieren. Ja. Ich muss sagen, ich habe es auch verwechselt gerade. Aber nicht für den Originalpreis. Nee, also für 3 Euro und irgendwas drüber würde ich das auch nicht kaufen. Da würde ich sagen. Dann lieber die normalen. Ist ja nicht so, dass sie nicht schmecken, aber dann lieber die normalen mit Zartbitter, schön in den Kühlschrank vorher, dann geht es klar. Aber Essig irgendwie auch nie, also ich glaube, die kaufen das ja gar nicht, das ist so... Naja, okay. Irgendwie, wenn man mal dran vorbeiläuft und die vielleicht im Angebot sind, kommt man dann doch irgendwie wieder auf die Idee, ach, könnte man mal essen. Ja. Passiert so einmal im Jahr vielleicht. Guck mal hier, weil du schon mal da bist. Willst du ja echt die unspannendsten Sachen für mich raus. Und du hast die Kiste gepackt. Ja, ich weiß. Packen lassen wir auch immer. Ja, also von De Boekelaar, die Erfrischungssticks Mango Maracuja, flüssig gefüllt. Mal gucken, ob die noch flüssig gefüllt sind. Bis zum 1.2.23 sind sie haltbar. Sollte noch so sein. Aber irgendwie waren die Packungen auch mal größer, oder? Die Sticks aber auch, oder? Waren die nicht mal irgendwie doppelt so groß? Ich dachte, die Sticks wären größer gewesen, doppelt so groß. Nee, also, die kennt ihr bloß schon aus eurer Jugend. Und da war da doppelt so klein. Doppelt so klein. Das kann sein. Ja. Mal gucken, ob noch eine Füllung drin ist. Aber das war wirklich, also, ja. Also irgendwas Flüssiges drin? Mmh. Mango ist richtig. Oh, das ist Mango-Geschmack, ja. Marci. Ja. Jetzt müsstest du eigentlich nochmal rankommen. Die schmecken gut. Also schmeckt besser als das Mango. Nein, ja, stimmt, jetzt mir auf jeden Fall. Jetzt hält die Packung. Nee, so reißt mich nicht. Noch nicht. Und Marci, dann gib dein Feedback noch. Ja, aber süß. Ja. Oh ja, Mango. Kommt gleich raus. Ne? Also, wir hatten es, glaube ich, früher mit Orange eher so. Ja, ich glaube, Orange und Zitrone, ja. Ja, genau. Und der Geschmack ist wirklich intensiv hier, Mango. Maracuja merkst du aber auch raus. Also errät man vielleicht nicht unbedingt, aber man merkt es direkt. Und die müssen unbedingt auch im Kühlschrank. Wenn die aus dem Kühlschrank kommen, dann sind die richtig gut. Immer noch extrem lecker. Die sind wirklich krass süß. Also ich hätte jetzt nach einem schon gar keinen Bock mehr. Ja. Aber die schmecken trotzdem gut. Also genau, die sind wirklich sehr süß. Ja.
Schmecken. 50. Wie viel ist da drin? 75 Gramm gerade mal. Ja, 1,50 maximal. Marci, was hast du? Die kleine 1, 75 Gramm 1, Packung? 1,29. Okay, UVP 1 Euro. Oh, und wir haben bezahlt 68 Cent. Ja, geht klar. Ich sag mal so, das sind halt auch nur 75 Gramm. Also da ist ein Euro schon. Ja, aber wenn man bedenkt, was andere für 75 Gramm Schokolade nehmen, ne? Oder für 140 Gramm und das mal zwei, das ist völlig okay. Und es schmeckt halt auch nach was. Es ist erfrischend. Klar, es ist süß, ohne Frage. Ist auch eine Süßigkeit, aber doch, hat was. Also wie gesagt, das schmeckt. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, genau. Wenn man eh diese Erfrischungssticks mag. Weil wenn man die nicht mag, dann wird man auch die Sorte hier nicht mögen. Ja, aber gut, auf jeden gilt Fall, ja für alles. Auf jeden Fall schmeckt man auch raus, was draufsteht. Das ist ja mal eine Besonderheit. Ja, so, jetzt kann es gehen. So, alles für mich. Nimm zwei. Knallrot. Soft und knallrot. Du hast ein knallrotes Gummibrot. Gefüllter Kaugummi mit Vitamin. Mit Fruchtsaft. Also kann man den trinken. Und oben schreiben sie nochmal Red Edition. Erdbeer. Und schwarze Johannisbeer. Ich weiß nicht, was Standard ist. Ich glaube, da sind alle möglichen Sorten drin. Und hier wahrscheinlich jetzt nur die. Die mit roten. Dem Plop. Und dann nehmen wir mal die roten. Die sollen ja dann Erdbeer sein. Ja, das sieht so aus. Sieht auch aus wie eine Haselnuss. Sieht doch aus wie eine Haselnuss. Oh, mit Fruchtsaft. Hm. Kann man kauen übrigens. Boah. Muss aber lange kauen. Fruchtig, süß und Kirsch-Erdbeer. Erdbeer-Johannisbeer-Kirsche. Nee, Johannisbeer nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh. Es ist fruchtig auf jeden Fall. Schmecken auch. Aber mit den Kaugummi haben die das auch wirklich gut gemeint. Der ist al dente, der ist richtig bissfest. Naja, der macht das doch Spaß. Ja, da hast du auch was von. Also die sind nicht nach ein paar Sekunden gleich verschwunden wie manche andere Kaugummi. Also Soft irritiert jetzt vielleicht ein bisschen. Die sind dann doch ein bisschen härter als Soft. Aber ja. Ich glaube aber auch, weil die Kiste ein bisschen kühler stand. Könnte okay, eher sein. Hm. Aber lecker. Aber ja, reicht erstmal für den frühen Morgen. Da sind übrigens 240 Gramm drin. Also ich glaube, das ist aber auch Standard, so die Tütengröße. Hm. Was würdest du denn schätzen, was man dafür bezahlt? Na, unter 2 Euro. 2,29. Okay, die kostet UVP 2,99. Ach so viel? Ja, okay. Wir haben jetzt bezahlt 1,29 Euro. Ja, das passt doch. Das ist okay. Gut, das ist halt auch sowas, so Bonbons kaufen wir halt irgendwie auch nie. Also das nimmt von uns keiner zu Hause zu. Sieh mal so eine Tafel Schokolade oder so. Ja, oder irgendwie Chips oder Salzstangen oder so. Das geht bei uns eigentlich immer. Oder irgendwie Sushi to go. Aber so das jetzt irgendwie nicht. Aber ja, gut, okay. Ja. Man hat ja auch eine Menge davon. Da sind ja so einige, nimmt zwei mit drin oder wie auch immer. Das passt, glaube ich, für den Preis trotzdem. Wenn ich sowas zu Hause hätte, ich glaube, das ist so ein Ding, denn der Kopf sagt nein und die Hand greift trotzdem rein. Kennst du das? Und jetzt hat er noch gereimt. Neu, Orange Malteser Flats. Die sind jetzt flach statt rund. Waren vorher mal rund? Ja, das sind so eine Kugeln. Naja, jetzt halt nicht mehr. Genau. Aber Malteser ist lecker. Die sind ja auch immer in diesem Celebration-Ding drin. Irgendwie kenne ich die auch nur daher. Aber so von der Farbgebung kenne ich das ja nicht so. Nee, normal sind die rot. Was ist denn das? Das ist ein Unfall. Also das ist kein Malteser Flat. Sieht nicht so lecker aus. Ah doch, jetzt guck mal da. Nee, die sehen aus wie Unfälle. Also irgendwie, wenn ich das Bild jetzt hier vergleiche, dass sie halbrund sind und auch wirklich halbrund sind, aber hier, da fehlt doch oben und unten was. Naja, gut. So hin geflatscht. Da, vielleicht sind die ja schon mal geschmolzen, kann ja auch sein. Also sieht nicht so ansprechend aus. Nee, irgendwie nicht. Oh, ja, das waren die mit der Orangennote, ne? Nee, normalerweise nicht. Normalerweise ist ja da keine Fruchtnote drin, aber die sind trotzdem lecker. Und hier ist ja das Besondere, dass halt so eine Orangennote drin ist. Aber süße Vollmilchschokolade, die Orangennote hier oben, da steht's auch drauf, tatsächlich, genau. Ja, lecker. Ja, nur halt nicht halbrund, ne, sondern halb flach oder so. Aber das hätte sich als Werbeslogan schlecht verkauft. Guck mal, da ist wirklich noch ein Halbrunder drin. Tada! Ich habe einen gefunden. Ja. Oha. Oh, der ist jetzt auch weg. Sind übrigens 102 Gramm in der Tüte. Oha, da müssten wir ja bei 2 Euro liegen. Nein, 1,79, wisst doch jeder. UVP
1,99. Ich dachte schon, jetzt kommt das wirklich ab. Und wir haben bezahlt, um auf Marci seine Kommastelle zurückzukommen, 79 Cent. Ah. Ja, das ist okay. Ah, der Freshmaker. Oder so ähnlich. Irgendwann ist da mal eine Flasche Listerine bei, dann kannst du das auch so tun. Schön. Oh, von Feodora, die Auslese. Confiserie Praliné, Marzipan. Marzipan? Na, ist das so? Marzipan? Achso, willst du mal rumkommen? Na, mal sehen. Machen wir erstmal auf. Guck mal, Edelmarzipan, Orangemarzipan und Marzipan. Ah, hier steht sogar ein Preis drauf. Das Kilo kostet nur 53,27 Euro. Und die paar Gramm hier, 8 Euro. Das ist ja auch für 150 Gramm. Krass, das ist sogar ein höherer Preis, als ich rausgefunden habe. Du guckst ja nur in der Sonne an den Boden. Ja. Ja gut, aber nur weil es draufsteht, heißt es ja nicht, dass es dafür verkauft wird. Das ist ja meistens so. Tada! Sieht aber gut aus. Direkt mal aus der Mitte greifen, so wie man das halt macht. Oh. Also ganz dünne Schokolade, die bricht direkt weg. Drin Marzipanfüllung. Ja, schmeckt nach Marzipan und Schokolade. Wer hätte es gedacht? Nicht schlecht. Krass, oder? Ist jetzt auch die Frage, welche Sorte du gerade erwischt hast. Ne? Waren ja auch noch andere. Sind das denn verschiedene Sorten oder einfach nur die Form? Ich würde euch gerne nochmal umdrehen, aber dann kippt alles aus. Dann mach nochmal den Deckel drauf. Meinst du? Mhm. Mhm. Aber hier ist noch ein Hauch von irgendwas mit bei. Nee. Ah, doch, Orange. Ja, aber Orange ist wirklich nur ganz leicht. Das kommt jetzt zum Abgang, kommt das mit ein bisschen mit raus. Aber ist ganz lecker. Jetzt würde mich mal interessieren, was der Unterschied ist zwischen Edelmarzipan und Nurmarzipan. Ob das jetzt so. Kann ich dir gleich sagen? Da kommt jetzt der. Der Gourmet durch. Der Gourmet. Das Marzipan ist ein bisschen fester. Du hast gerade jetzt die mittlere vorher gekostet mit Orange. Und? Ich bin ja noch nicht fertig. Lass mal Ronny da in Ruhe seinen Snack essen. So ist das Edelmarzipan. Ja, das schmeckt nach Schokolade, das schmeckt nach Marzipan. Und das ist sehr edel. Das ist sehr edel, ja. Hast du recht, woher weißt du das? Also das steckst du jetzt ab oder was? Jetzt nimmst du nur das normale oder wie? Warte, jetzt kommt das normale Marzipan. Vorwart edel? Ja, erstmal krass vorlegen, ja, und dann tief fallen oder so. Das geht jetzt gar nicht. Guck dir mal die Konsistenz an, das ist komplett, ist gar nicht so dunkelgelb. Ach, da ist noch so eine Schokolade. Da ist mehr Fettglasur drin, glaube ich. Das ist nur das Marzipan für den Pöbel. Aber das schmeckt halt kräftiger für, ja wahrscheinlich. Schmeckt aber kräftiger vom Marzipan. Und da war die Schokolade ist auch dicker da oben. Die Schokolade ist auch dicker, ja. Also ist auch weniger wahrscheinlich drin. Also, ah. Doch, ist tatsächlich ein bisschen nicht so fest, das Marzipan jetzt. Das Pöbel-Marzipan. Das da. Ein bisschen fester als das jetzt hier, das war deutlich fester. Hier ist der Fettanteil ein bisschen höher, glaube ich. Oder was auch immer da drin ist. Ist auch egal. Ihr könnt hier rumphilosophieren, wie wir wollen. 8 Euro. Entweder mag man Marzipan oder nicht. Nein, 7,99. Immer noch. Er hat einen besseren Preis gefunden. Also sag ich 6 Euro. Du sagst 8 Euro weiter? Naja, steht erstmal drauf. Ja, also ich habe gefunden einen Preis im Internet von 4,99. Ja, ist realistisch. Und wir haben bezahlt 2,99. Ja. Für die 150. Aber dass die Packung schon fast leer ist. Ja, gut, ist halt Marzipan, aber wenn du so ein Marzipanbrot da kaufst oder irgendwie was, das ist ja schon immer ein bisschen teurer. Also ist, aber 8 Euro würde ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Und 5 Euro, naja, ja, wird schon. Da sind die 3 Euro schon angenehmer. Deutlich, ja. Wolltest du schön mal nochmal? Ach nee, das ist Klassiker Dunkel. Taché, Klassiker Dunkel, ja. Schokoladen mit Charakter seit 1890. Kokoladen sind es ja und keine Schokoladen, die haben das erst vergessen. Sag mal Kai, wolltest du schon so ein paar Weihnachtsgeschenke vorbereiten oder warum hast du... Naja, aber alle bitte nur angebissen. Das machen wir doch gerade. Übrigens, schön aus Hamburg. Übrigens, hier steht auch der Preis drauf. Warte, lass mich kontrollieren. Was kostet es? Kilo 53,27. Okay. Nee, das also ist genauso auch teuer wie das Marzipan. Aber hier ist ja Erdbeer-Litschi-Trüffel, Kirschtrüffel, Cognac-Butter-Trüffel, Whisky-Trüffel, Marzipan. Da, das ist ja eine Doppelverwurstung, das haben wir doch schon. Orange-Marzipan auch und Edel-Marzipan auch. Das sieht auch genauso aus. Das ist genau aus. Das Gleiche. Deswegen. Anscheinend. Aber Feodora ist es doch. Feodora auch von Haché, ja. Ja, wahrscheinlich. Das müssen wir noch ganz kurz gucken.
Hanseatisches Schokoladenkonto GmbH & Co. Hanseatisches Schokoladenkonto GmbH & Co. Oh mein Gott! Wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir das rausgefunden. Das war alles das Gleiche. Vielleicht sogar dasselbe. Und ich habe da schon mal einen Werksbesuch gemacht und habe meine eigene Schokolade kreiert und wusste selber nicht, dass die da irgendwie so eine Zweitmarke noch haben. Naja, ist ja auch. Man weiß es ja auch nicht, weil man kennt ja die ganzen Untermarken von Untermarken nicht. Aber es ist schon geil, wenn man in so einem Werksbesuch und dann mal kosten kann und überall, ne? Das glaube ich. Überall so schöne Finger reinhalten da, mitten am Fließband. In Hauptproduktionsstätte, genau. Genau. So, Confiserie Praliné, Übersicht. Oh, oha, mit Broschüre. Das ist alles drin? Nee, das ist nicht alles drin. Das ist nur, soll nur Appetit auf mehr machen. Vielleicht ist ja genau immer nur eins drin. Das kann auch sein. Nee, nicht ganz. So, hatten wir schon. Hä? War hier nicht noch was anderes mit bei, was wir schon hatten? Ach, ja. Das und das hatten wir schon. So, dann bleibt da nicht mehr viel über. Dann müssen wir das. Ich nehme mal das hier. Das war das mit dem Whisky, oder? Cognac. Naja, okay. Und Buttertrüffel. Oh, sieht auf jeden Fall cool aus. Fein, der feine Herr. Ja. Irgendwas habe ich in die Nase gekriegt gerade. Jetzt kann ich schmutzige Lieder singen, da ist Alkohol drin. Also Cognac, doch ganz, ganz entfernt. Das kann man schon so ein bisschen rauserkennen. Obwohl das ja wahnsinnig abgemildert ist. Also Cognac ist ja schon sehr stark und sehr fragwürdig im Geschmack, würde ich sagen, weil das mag auch nicht jede Zunge. Aber jetzt mit der Schokolade ist das. Du merkst so, dass da so eine leichte Alkoholnote drin ist. Du hast halt ziemlich dicke Schokolade. Dann diesen sämigen Kern da drin, da wo ich mit der Zähne gerade lang gerissen habe. Und dann schmeckt das aber auch. Ne? So, was war für mit dem Whisky? Die Streifen. Aber ist lecker. Aber ist halt auch so, da kannst du auch nicht irgendwie die ganze Packung von wegballern. Das ist schon viel. Und jetzt kommt der Cognac-Geschmack noch ein bisschen mehr raus. Sehr gut. Die sind geil. Würde ich trotzdem keine 8 Euro für bezahlen. Will eigentlich auch jemand? Nö, oder? Nee, danke. Isst du mal. Boah, ist das auch so ein mächtiges Ding. Dicke Schokolade. Und auch dieser weichere Kern. Wobei Whisky, es gibt ja eine Million Sorten. Also schmeckt man es raus? Ja, kommt auch so eine Note, eine Alkoholnote mit rum. Und ein bisschen Geschmack noch irgendwie. Aber lecker sieht es trotzdem aus. Das schmeckt ja auch. Aber da haust du halt auch nicht so viel hinter. Das ist das ist ja mal so zum Genießen. Da schnappst du dir mal eins, weil es ist ja auch echt viel. Ja. Aber so Alkoholgehalt ist ja letztendlich nicht drin, oder? Das ist jetzt bloß Geschmack. Wahrscheinlich verschwindend gering, aber wahrscheinlich Leute, die irgendwie ein Alkoholproblem hatten, die würden wahrscheinlich auch die Finger von sowas lassen, weil allein der Geschmack ja auch schon. Der könnte wieder triggern, ja. Also das geht jetzt noch ein bisschen kräftiger rum vom Whisky. Aber wie gesagt, das kann so ein billiger Fusel sein für 10 Euro, der drin ist, oder eine 50 Euro Flasche, das weiß man nicht. Aber lecker ist es, so ist es nicht. Jo, aber wie gesagt, für die 8 Euro würde ich das auch nicht kaufen, da würde ich auch dran vorbeilaufen. Also maximal auch hier 5 Euro. Wahrscheinlich hast du dann auch wieder die 3 Euro noch was bezahlt. Ja, es sind ja auch 150 Gramm und kostet auch so um die 5 Euro, hast recht. Mhm. Und wir haben jetzt bezahlt auch 2,99. Dafür geht's auf jeden Fall klar. Ja, da brennt gleich der Rachen. Alle guten Dinge sind 3. Pass auf, da kommt noch was. Oh, Jagdwurst. Da wird der Lachs rausgeholt. Der Hasetaler, Kräuterbierschinken. Allergenfrei. Ja, hast du Brötchen auch mitbestellt? Vielleicht. Also Kilo kostet 13,06 Euro, das Stück kostet 8,49 Euro. Also irgendwie. 650. Ist übrigens direkt Gramm. Auch für die Firma hergestellt worden, ganz unten steht. Harpex ist ja die Firma hier von Lebensmittelsonder. Achso. Ja. Brauchen wir Besteck, wa? Ja, ein Tellerchen und ein Messerchen. So aufgeschnitten und reingebissen. Zwei Scheiben Brot oben und unten, oben und unten drunter gelegt. Rast. Wenn Marci jetzt mehr als einmal Besteck und einen Teller holt, dann weißt du, was los ist. Dann sitzt er gleich neben dir. Ich hab da mal was besorgt. Ja, da wird Ramon neidisch. So, ich schneide es auch direkt mal unten an. So, aber eine männliche Scheibe. Ja, man muss ja auch kosten. Aber ich habe nicht gewusst, was wir so scharfe Messer hier haben. So, aber auf jeden Fall sieht man ja so die Wurzel mit drin. Das sieht schon mal gut aus. Ja, da sieht man so da auch die Fleischstückchen und so weiter. Das sieht ganz lecker aus. Riecht auch gut.
Der haut jetzt richtig das ganze Ding weg. Ich auch hin. Und da ist ein schönes Pumpernickelbrot zu, glaube ich. Hast du noch dein Dosenbrot? Oh, lecker. Gut gewürzt. Du hast ja wirklich diese Fleischstücken, die man oben sieht, die sind auch richtig sehnig. Also du merkst es beim Reinbeißen, siehst du, dass da quasi echte Fleisch drin ist. Und nicht irgendwie nur hack püriert und gehäckselt oder irgendwie klein gemacht. Mhm. Marci tropft der Zahn. Nee. Mmh. Lecker. Sind 850 Gramm. Kannst du mal schätzen, was man dafür bezahlt? Also 650. Oh, stimmt. Stimmt, 650. Ja, dann habe ich zu viel bezahlt. Also angeblich soll die Rolle hier 8,49 Euro kosten. Empfinde ich aber als... Vor allen Dingen, wenn es selber für den Lebensmittelsonderposten hergestellt wurde, dann können sie ja auch irgendeinen Mondpreis draufschreiben, für den es nie verkauft wird. Ja, aber 8,50 für ein Stück und der Kilopreis bei 13 Euro ist auch bei Kräuterbierschinken, glaube ich, schon ganz schön hochgegriffen. Ich würde trotzdem, also 6 Euro würde ich trotzdem sagen. Hm. 5 also, bis 6 Euro, ja. Es hat gekostet 6 Euro und draufschreiben sie aber eigentlich 8,50. Also ich glaube eher, das Ding wird nie für 8,50 verkauft, sondern dann immer nur als damit sie mit einem Rabatt winken können. Ja, wahrscheinlich wird es das sein, ja. Aber, ach so. Aber 6 Euro ist für 650 Gramm schon ein guter Preis, denke ich mal. Sag doch einfach, wenn du ein Stück willst. Nein, jetzt ist aber mal gut hier. wenn die Wurst, wenn der die nachher sucht, frag bitte nicht mich. Um die Wurst. Ja, das ist ja wunderbar mit Kakaocreme. Jetzt wird die Kiste erstmal wieder ordentlich hergerichtet. Das funktioniert nicht, wie das hier draufsteht. Der Kakao-Karamell-Riegel. Boah. Ich mache erstmal wieder zu. 24 Stück oder sowas? 24 Mal, ja. 48,5 Gramm. Pure Zuckervergnügen. Bis zum 30.11.22. Kriegen wir das hin, Mars? Boah, alter Schwede. Kriegen wir das hin, Marci? Also, es sind noch genau 22 Halloween, Tage. Das wäre eigentlich für gestern gut gewesen, so für Halloween, so um das weg. Ja, bei uns war es ja vorgestern. Boah, ich glaube, dann hätten alle Kinder leuchtende Augen gekriegt, wenn ja. Du da so eine Riegel verteilst, so eine, vor allem so eine Knüppel. Das ist ja wunderbar. Das ist karamellig. Oh, karamellig Mann. Und das fällt ja alles auf den Tisch, aber ist egal. Sieht aus wie ein Mars, nur anders. Haben sie aber gut gemeint. Fällt alles auseinander. Karamell, Schokolade, bisschen Quant. Sehr klebrige Karamell, ne? Das ist sehr klebrig. Sieht man ja, wenn man schon auseinanderzieht. Sind übrigens fast 1,2 Kilo die Kiste. Toll. Hüftgold. Mhm. 24 Riegel. Alles mehr. Ronny kämpft noch. Ja, der Karamell ist echt widerspenstig. Oh. Also wenn er noch kaut, dann rate ich schon mal. Oder tippe. Ich würde sagen, im UVP wird das so 17,99 gekostet haben. Also weniger als 1 Euro pro Riegel. Ja. Also weil aufgrund der Masse. Ja, ein Riegel wird wahrscheinlich so 99 Cent, vielleicht auch 1,20 kosten oder so. Sprich weiter. Nee, du bist dran. Oder klebt immer noch. Ja, nee, versuch's, war ein Test. Nicht hatte auseinander. Also hast du gesagt 17,99 die Kiste, ja, also mit 24 Riegel? Ich denke eher so um die 20 Euro das Ding kosten und ein Riegel dann halt bei 79, 89 Cent oder so. Keine Ahnung. Also die Kiste kostet UVP 22 Euro. Ja, also so 90 Cent oder ein bisschen über 90 Cent pro Riegel. Und wir haben bezahlt für die Kiste 7,99. Oh, ist okay. Das ist ein Schnäppchen. Das passt. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Schokolade. Das reicht mir. Okay. Na dann. Good luck. Hier bin ich Zettel. Guck mal, Marci, ich hätte hier noch Schokolade. Orange Smarties. Na, Marci, möchtest du? Smarties zeigt an mir. Jo. Die hatten wir schon mal in irgendeiner Bread News oder Degusta-Kiste. Ja. Irgendwo hatten wir die schon mal. Oh, hast du mir schon so ein bisschen angebrochen hier? Ja. Auch so kleines Stück. Ich gebe dir ein Stück ab. Ne, ich nehme das kleine hier, danke. Okay.
Smarties. Mit Orange. Orange. Ich spreche ungern mit vollem Mund. Ich bin sehr gut erzogen. Merkt man. Ja, ja. Dann kann ich ja schon mal sagen, also es sind 90 Gramm. Ja. Und wir haben noch eine MHD bis Ende November. Zumindest ja, so lange lebt das Ding ja eh nicht. Also es schmeckt also nach schöner Vollmilchschokolade und diese Orangennote ist leider lecker. Kannst du rummachen. Das ist irgendwie gefährlich. Ist halt so eine Milka-Smarty-Zeug, ja. Ja. Bevor ich zu der Zeppelin gekommen bin, habe ich ungefähr 10 Kilo weniger gewonnen. Das liegt nicht an uns. Ich habe ja auch nicht zugenommen. Da war er noch windschnittig. Und jetzt ist er nur noch schnittig. Muss man das jetzt kombiniert wissen? Haben wir schon Preise geraten? Achso, nee, na, warte, ich packe mal. Hab ich schon nicht zugehört. Ja, ratet doch mal. 1,20. Das Nestle. Nee, da müssen wir ja... Was ist das, 90 Gramm? Oh, da müssen wir 1,80 draus machen. Ja, aber sind ja Smarties noch drin. Ja, und? Das macht's billiger, oder was? Orange. 1,90. Ja, also ich habe jetzt einen Preis. Ich denke mal, das wird auch günstiger geben, aber ich habe einen Preis von 2 Euro gefunden. Was ich schon ziemlich viel finde. Ich hab's ja gesagt. 1,80. Beziehungsweise... Was haben wir bezahlt? Wir haben bezahlt 68 Cent. Oh ja. Gut. So wie bei den Erfrischungssticks vorhin. Ganz schön teuer, oder? Zieh mal was raus, wenn ich schon mal hier sitze. Hast du mal was Herzhaftes? Oh! Sie ist jetzt aber los, Freunde. Was denn du? Reines Beef? Ja, komm, nicht lange kacken, Kopf im Nacken. Snacken mal. Ja, sonst genau. Haben wir hier Beef. Also es soll 100% Beef sein. Aber die hatten wir schon mal. So. Glaube ich. Ja, ja, doch, doch, die ist gut. Wie so eine Zigarre. Du musst erstmal den Süß irgendwie aus meinem Mund. Ja, dann stopp das Ding da drin. Die ist aber gut, die hatten wir schon mal. Beefy mit. Oh, mit Orangenschokolade. Okay. Na, vielleicht ist das der neue Trend. Nach einem alten Familienrezept. Lecker. Die schmecken richtig gut. Die schmecken nach was und nicht nur nach den komischen, ranzigen Salami-Dingern da. Naja, wir haben ja immer aus Schweinefleisch. Also Rindfleisch schmeckt deutlich besser. Ja. Aber davon kannst du auch nicht so viel essen. Du merkst es so zum Schluss hin, da wird es dann auch irgendwie zu kräftig im Mund. Aber lecker, ne? Tja, was zahlt man für 4 so eine Dinger? 3,60. Nee. 2 Euro. UVP 2,99. So 3 Euro. Mitte ungefähr. Und wir haben bezahlt 2,29. Na, dann lass das 2 Euro. Ey, so, Mittagessen fällt heute aus, ey. Boah. So, Käse öffnet und schließt den Magen, oder wie heißt das? Das war denn schon geil. Gut. Nee. Wollen wir einen Feier machen? Ja, am liebsten schon, aber ja, ein bisschen was vor heute. Video machen wir eigentlich meistens Feierabend, das ist ja heute. Ja, jetzt, normalerweise machen wir nach dem Videodreh Feierabend, aber da wir heute ja ein paar Stunden früher dran sind, nein. So, jetzt haben wir hier Babyball. Das kennt ihr die Werbung, wo die so über die Straße runterrollen? Bestimmt, oder? Achso, nee, mach du mal nur einen auf, ich esse die eigentlich gar nicht gerne. Nee? Nee, so ein... Dann ess mal bitte. Is heißt das. Jetzt hat er dir wirklich einen hingelegt. Maximale Gönnung. Das ist halt eben dieser ich bin der Einzige, der das falsch macht, glaube ich. Ja. Ich glaube einfach nur wirklich reiner Gouda. Das ist einfach nur Ekelkäse, ich mag den nicht. Aber man kann die Wachshülle kann man mit essen, habe ich mir sagen lassen. Marci, mach mal vor. Nee, mach ich nicht vor. Ich mach nur nach. Dabei isst er ja eigentlich gerne Käse. Wer? Der Ronny. Seit wann? Na, hast einen Käse-Adventskalender ausgepackt. Das war aber ein guter Käse. Das war ja nicht der billige Babybel. Außerdem ist das schon wieder fast ein Jahr her. Aber wenn du schon bei billig bist, dann sag doch gleich mal, was man für so einen Fünferpack bezahlt. 1,40. Ach, das klebt deine Zähne. Das ist... Ui. Stimmt nicht, der übertreibt schon wieder. Marci, was zahlt man für... 99 Cent? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein. Was zahlt man für... Was ist, wie fünf Stück. Fünf Stück? 100 Gramm. 1,69. Also UVP 1,99. Und wir haben gezahlt 1,59. Ach so. Haben wir ja 70 gesprochen. Woo! Ich bin jetzt weg hier. Hab keine Lust mehr.
bin satt. Butterkäse, sag ich doch, schmeckt ja auch nicht. Mach ich sogar hochwertig hier. Na, endlich kommt mal was Vernünftiges. So, wir brauchen gar keiner, der rankommt. Wo ich weg bin, na super. Schön mit der Beef hier abgespeist und jetzt kommt der Jack links um die Ecke. Aber die kenne ich schon, tatsächlich. Die sind sehr, sehr lecker. Ach, die gibt es doch so in so einem Clean-Format? Ja, die kannst du auch auf Amazon kaufen, aber ich glaube, ein Paket liegt hier so bei 14 Stück, bei 16, 17 Euro, 20 Euro, oh, 24, 22 Euro. Das ist mal erstmal. Richtig. Ich weiß, dass es schmeckt. Es ist süß und ein bisschen scharf. Es ist Sweet and Hot, steht ja drauf. Und das hat eben auch so Trockenfleisch, also getrocknetes Fleisch, in Riegelform gepresst. Sieht auch immer noch aus wie Schappis bester Freund. Aber es schmeckt. Ne, also es ist quasi nicht mehr so viel Feuchtigkeit drin, aber sehr bissfest. Wie viel sind da drin? 14? Zu wenig. Ja, 14 Stück. Mhm. 315 Gramm, um genau zu sein. Ja, 22,5 Gramm pro Riegel. Das ist nichts. Und da wird definitiv auch mehr Wasser noch drin sein als in den Tüten, in den Stückchen. Ja, definitiv. So sparen sie bei den Dingern dann noch mehr. Also ich fange jetzt schon mal an zu tippen. Ich sag trotzdem 28 Euro die Packung. Ich glaube so 22, wäre ein stolzer 24. Kilopreis von fast 90 Euro, ne? Ja. Oder um die 90 Euro. Kommt doch hin. Ich sag irgendwie 24 Euro. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Also UVP kostet die Kiste 18 Euro. Ist auch nicht wenig. Und wir haben bezahlt, sage und schreibe, 16 Euro. Ich habe es nur auf Wunsch eines einzelnen Herrn mit reingepackt. Ach, also du weißt, dass er sich sowas wünscht. Naja, damit er mal nach der Schokolade was anderes bekommt. Hey, ist ja ein Schnapper. Mann. Ich hätte gedacht, das ist teurer. Aber oh mein Gott. Ist sowieso. Schau da, ein Reh. Teuer, genau. Ronny, ist noch nicht vorbei, das Video. Du bist noch nicht mit deinem Fleischberg allein. Warum nicht? Und versucht da gerade unauffällig irgendwo verschwinden zu lassen. Flut. Noch mehr Schokolade, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, komm, dann koste ich die Schokolade und dann sag ich was dazu. Darfst du gerne machen. Ich lese mal vor, was wir hier haben. M&M's Cookies. Das sieht eigentlich genauso aus wie das Smarty-Ding. Ich hatte das auch gerade nee, so im Kopf. Nee. Die sind dicker, das ist bestimmt crunchier. Ja, hier ist ein M drauf, da ist ein S und ein A drauf, oder was? Ja. Aber es ist dicker, ja, da hast du recht. Wie viel Gramm sind das? 165, das ist ein bisschen sportlich. Guck mal, die Madame wirft dann den Rest in den Müll. Na, dann mal los. Ich muss gerade mal gucken. Jo. Boah, das ist aber auch recht dicke, ordentliche Stück. Aber ich sehe hier gerade keinen. Das ist gerade rausgebrochen. Guck mal, hier ist drin. Okay, alles klar. Und kleine Krümel sind aber auch noch drin von den Dingern. Also die haben da auch noch zerbröselt. Zerbröselt. Oder ist, nee, das ist der Cookie wahrscheinlich. Der drauf steht. Wenn man hier so diesen Kräuterbierschinken noch daneben dann riecht, kommt dauernd so eine Note rüber. Ich versuche gerade die Schokolade zu riechen. Hast du das so bestellt? Beschwer dich woanders. Schmeckt aber echt gut. Nach? Schmeckt M&M's. Genauso wie die M&M-Schokolade. Es ist halt welche da drin und dann draußen am Ding. Aber das ist doch mit Cookies. Das muss doch anders schmecken. Das ist übrigens M&M-Schokolade. Ach, das sollen die Krümel sein. Ja. Schmeckt genauso wie die M&M-Schokolade. Ja, das ist ja auch M&M-Schokolade. Ja, von Cookie schmecke ich da jetzt nichts. Aber ist gut. Aber ein Profi ran hier. Doch. Schokolade. Kann man sich gönnen. Was hat denn die Smarties-Packung vorhin gekostet? Oh, ist das süß. Die war zu teuer, 2 Euro. Ja, aber die wird noch teurer sein. Die wird bei... Aber von den Cookies merkt man nicht wirklich viel. Man hat noch so einen leichten Crunch, könnte aber auch die Hülle von den M&M's sein. Ja. Aber von den Cookie... Ich meine, es ist Schokolade mit Schokolade. Also mein... Nach süß kommt auch nur noch süß. Also da ja, aber es geht klar. 2,49. Boah. Ich hab ihn rausgehauen. Ja, Ronny, was sagst du? Geld. Ist mir sogar voll egal. Also Marci sagt 2,49. Die Tafel mit 165 Gramm kostet UVP 2,99. Ist auch ganz schön. Aber wenn man bedenkt, hier waren es halt nur 90 Gramm. Ja. Und hier hast du halt 165 Gramm, aber teuer ist es trotzdem. Wir haben übrigens bezahlt für die 1,11 Euro.
Das ist angenehm, aber es, trotzdem ist das echt. Boah, das klebt gerade richtig fest im Mund. Also der Geschmack, der ist richtig. Haben wir noch was? Ja. Na denn? Ich würd nochmal kosten. Ja, bitteschön. Schokolade, Mensch. Lind. Kommt auch immer zu spät hier, ne? Wieso zu spät? Die ganze Wurst ist wahrscheinlich schon weg. Pistazien. Du weißt doch am besten, was du bestellt hast. Ich weiß selber nicht mehr, was ich bestellt habe. Keine Ahnung. Lass dich immer überraschen selber. Ich spüre mal. Vor allen Dingen, nachdem du ja eh immer sagst, du magst Lind nicht. Ja, richtig. Wahrscheinlich ganz froh, aber Pistazie klingt eigentlich. Klingt wiederum eigentlich, ja, könnte man sich mal antun. Könnte man sich mal antun. Aber ich bereue es bestimmt gleich. So. Oh, so zartbitter. Hm. Boah, das sind aber auch wieder. Ui. Jetzt unsere Augenringe hier, die draufpacken kannst. Das ist aber mal ein ordentliches Stück. Boah. Na los, Ronny. Riecht. Also da ist. Es, man riecht ein bisschen was raus, aber nach Pistazie würde ich nicht sagen. Man sieht die Pistazie. Riecht eher ein bisschen nach Marzipan. Ja. Hm. Es schmeckt eher nach Marzipan. Ich meine Schokolade. Eigentlich schmecke ich gerade gar nichts. Schmeckt gut. Schmeckt nach Marzipan. Es schmeckt nach Marzipan. Hm. Haben die da was Falsches reingepackt? Tja. Also da ist noch so ein ganz leichter Geschmack noch mit bei. Ich kann naja, nicht sagen. Da sind Mandeln noch mit bei. Das ja, wegen dem Marzipan, ja. Aber ganz ehrlich, ich esse auch gerne Pistazien, aber... Mit Pistaziengeschmack, Mandel und Gebäckstückchen. Ist gut, ohne Frage, aber wenn ich jetzt die extra kaufen würde, weil ich Pistazie erwarte, dann wäre ich enttäuscht. Also ich, ja, also schmeckt jetzt nicht nach Pistazie, schmeckt nach weihnachtlich irgendwie so ein bisschen, nenne ich das mal. Aber es ist nicht Pistazie, also da würde ich jetzt sagen, boah, fail. Oder wir sind einfach keine Gourmets und eher Kunstbanausen. Ja, aber da sind Mandeln drin. Geht schon klar. Okay, aber da kann man auch nur ein Stück von essen und dann reicht es auch erstmal wieder. Steht hier nicht sonst auch mal der Preis mit drauf? Ja, wir wird wahrscheinlich auch bei 2,50 liegen oder so. Naja. 150 Gramm? Nee, dann müssen wir bei 3,10 Euro wieder sein. Ja, ist Lind. Also ich würde auch sagen so 3,20 sage ich. 3,23 Euro so. Gut. Marci ist richtig, 3,20 Euro. Und wir haben bezahlt 1,30 Euro. Ja, das ist ein angenehmer Preis, auch wenn ich dir jetzt nicht essen würde. Hm? Aber weil du schon mal da bist. Boah, ich esse noch. Ich hätte doch was. Schoki! Oh Mensch, von Hello. Ach, Lind, Hello. Achso, vegan. Er ist vegan und sweet and salt, salty Popcorn. Du magst doch Popcorn und salzig. Nee. Und süß. Ah, das nicht? Ach, und vor allen Dingen nicht die mit Haferdrink. Aber eine packt heiße trotzdem. Da wolltest du bestimmt jemanden ärgern mit jetzt. Du ärgerst dich selber. Oder der Preis war gut, ich weiß nicht mehr. Aber die schmecken ja. Die schmeckt doch nicht. Na, Marci, dann braucht man gleich deine Gourmet-Zunge. Hier, komm. Du darfst dir auch ein Stückchen gönnen. Der weiß ja gar nicht mehr, wie es schmeckt. Ich schnuppere einfach nur so. Die riecht aber wirklich so ein bisschen wie so eine Hafernote. Ja. Also der Hafer riecht auf jeden Fall. Das definitiv ist unverkennbar, ja. Ja, schmeckt jetzt eher wie so ein Schokokrossi, weil die sehr crunchy innen ist. Also ein bisschen wie zu trocknet Cornflakes mit ein bisschen Schoko drum. Da kommt jetzt aber krass eine Hafernote raus, wenn man da ein bisschen drauf rumbeißt. Nee, Quatsch. Wenn man drauf rumbeißt, dann kommt die Popcorn-Note raus. Also schmeckt das nach Popcorn? Ja. Nach hinten raus, ja. Schmeckt gut. Und hat auch eine ganz leichte Salznote nur. Ist auch okay. Aber wie gesagt, ein Stück und... Reicht. Gut, wir haben jetzt aber hier auch schon einige Riegel hier weggespeist. Also. Nee, aber die Popcorn-Note ist lecker. Ja. Schmeckt eher wirklich nur sauer. Es gibt auch dieses geröstete Mais, ne? Den so gibt. Und genau, das esse ich auch gerne. Was halt schmeckt nicht. Halt eher danach, als hätten sie so gerösteten Mais halt klein püriert und dann... Oh, ich krieg langsam Bauchweh. Jetzt schon? Du hast ja nicht mehr so viel gefuttert wie ich. Ja, ich weiß ja nicht, wie du das machst, ey. Ist auch ein Lind und Sprüngli. Ja, ich glaube, die Packung liegt hier auch bei, sind 100 Gramm bei 2,50 Euro. Mit anderen waren 150 Gramm? Ja. Ich sag trotzdem 2,80. Ja, ist ja vegan, ne? Ah, dann 3 Euro. Ah, dann 3 Euro. Also die Packung liegt bei 1,50. Das geht aber. Und vor allen Dingen sind 100 Gramm und das ist nur normal. Vielleicht habe ich aber auch einen Angebotspreis gefunden, ja, aber wir haben bezahlt 1 Euro. Ja, okay, aber ich würde jetzt auch sagen, dass es locker bei 2 Euro liegt, weil das ist halt eben auch vegan, weil das ist momentan immer noch ein bisschen teurer.
Wenn es jetzt tatsächlich so preisgefallen ist, wäre das ja gut. Ja. Dann hast du auf jeden Fall eine schöne Alternative. Ich suche danach und dann nehme ich immer den günstigsten Preis, den ich finden kann. Kann sein, dass 1,50 auch ein Angebotspreis war. Kann ich natürlich sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas eher für 2 Euro verkauft wird. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Nee, hier steht drauf, leider nicht drauf, obwohl es Lind ist. Da steht unverbindliche Preisempfehlung. Das ist der QR-Code dahinter. Ja. Müsste man jetzt raussuchen. Machen Sie es jetzt modern. Gib mal mein Telefon. Das ist dann so, dass Sie dann immer anpassen können, sodass du dann nicht drauf gedruckt hast, welcher Preis gerade aktuell ist. Das ist clever. Aber dann kommst du auf die gleichen Preise, die ich dann irgendwo raussuche. Oh, sweets. Das ist ja auch Angebot. Dann kostet 3 Euro. Ja. Lind, Hello Vegan, Sweet and Salty Popcorn Hafer Drink Tafel, 100 Gramm, das ist die. Ja. Okay. Und hier steht 2,99 bzw. Ja, 8, 12 Stück 2,99. Brauchst du noch den richtigen Preis? Hey, nee, was hab ich gesagt? 2 Euro locker, ne? Ja. Haben wir zum Schluss noch 3 gesagt. Ganz ehrlich, würdest du für die kleine, für die kleine Dings 3 Euro bezahlen? Nee. Was sagt Shopping hier? Bücher, Shopping. Ja, Lebensmittel, 1 Euro, 3 Euro auf Amazon. Dann kommt ein USB-C Dock G5 Ladekabel. Okay. Und dann noch ein Kostüm. Den bekommt man alles dafür. Bowling-Kostüm. Treasure Parade. Ja, okay, gut. Haben wir rausgefunden, dass dein Preis nicht ganz korrekt war. Ist ja auch egal. Das stimmt. Aber gut, dann müssen wir das ja immer mit draufrechnen, dass wir da nochmal 1 Euro mehr draufpacken und dann passt das ja ungefähr. Genau, mittlerweile sollten wir sogar durch sein, ne? Wir sind durch, das ist tatsächlich das letzte gewesen, richtig. Dann lasse ich dich das Fazit machen. Oh. Darf ich davor noch einmal das Fleisch kosten? Nein. Kannst ja danach das, noch davon essen. Hängt Marcis Fazit ab. Ja. Ja, aber der hat doch ja nichts mehr zu sagen jetzt. Die Bauchweh sind doch schon weg. Bitte, Papi, lass mich mal ein Stückchen Wurst kosten. Okay. Gib was ich schmeiß dir nachher so eine Scheibe hin dann immer. Ja. Immer im Nacken, ich sitze hinter dir. So, also ist eine Menge drin. Ihr seht schon, von Fleischware bis Süßigkeiten und Schokolade ist alles mit bei. Überwiegend sind jetzt Süßigkeiten mit bei gewesen. Soll ja auch irgendwie lustig und unterhaltsam sein, weil es bringt ja nichts, wenn wir eine Tütensuppe bestellen. Das wäre mit Sicherheit auch möglich gewesen, oder Kai? Ja, also die haben wirklich auch viel aus, weil du kannst auch viel, sag ich mal, von normalen Lebensmitteln da kaufen, aber letztlich ist es wie bei der Wurst. Ich bezweifle, dass es da dann guten Angebote gibt, sondern dann eher so bei den MHD-Sachen. Ja. Teil der Sachen ist, wie gesagt, ganz kurz vor der Ablaufgrenze, beziehungsweise hat noch einen Restmonat. Aber grundsätzlich ist es ja so, das wird ja nicht sofort schlecht und man hat ja immer mal noch ein paar Tage oder Wochen länger Zeit. Wir haben zu Hause jetzt erst einen Magerquark aufgemacht, der ist schon seit ein paar Tagen abgelaufen gewesen. War auch nicht schlecht. Also hat noch geschmeckt, fertig. Genau das gleiche ist auch hier so. Man kann auf jeden Fall ein bisschen was sparen, wenn man die unverbindlichen Preisempfehlungen dazu sieht. Ne? Gerade bei Lind und so weiter. Wenn man da hier was für 1 Euro kriegt statt 3 Euro, ist das schon ein Riesenunterschied. Und dann greift man auch mal eher zu. Und im Gesamten wieder lustig bunt zusammengestellt. Schwerpunkt lag natürlich auf Süßigkeiten. Und vom Gesamtpreis müssen wir auch noch raten, was du bezahlt hast. Ne? Genau, und was es eigentlich ursprünglich kosten würde. Jetzt ist natürlich mein Preis sowieso nicht mehr korrekt, weil wir ja gesehen haben, dass selbst die Lippen... die 2 Euro jetzt da. Aber das sind genau 16, das waren auch schon 9. Das habe ich vergessen, das war das erste. Oh, 65 Euro liegen jetzt hier an, was du bezahlt, nee, 45, was du bezahlt hast. Und 110 sind es, keine Ahnung. Also es waren so UVP so um die 130 Euro. Oh, krass. Und wir haben bezahlt ohne Versandkosten 70 Euro. Ja, ich war schon eher bei 80 sogar, wollte ich schon irgendwie, nee, doch irgendwie sowas in die Richtung wollte ich schon sagen, aber... Weil es läppert sich ja dann trotzdem zusammen, weil wenn du alleine überlegst, dass wir für Jack Links haben wir ja 16 Euro bezahlt, für die Beefy 13 Euro und für das wunderbar 8 Euro. Die Jack Links, ach doch, die liegen ja mir da. Und dann hier der Bierschinken 6 Euro, die patriotischen Cupcakes 6 Euro. Und das geht dann, das kommt dann schon was zusammen. Ja. Und da hast du ja schon ihn rausgehauen hier. Ja, alles fürs Büro. Büro, Mann. Und alles angebissen jetzt. Von Ronny, hauptsächlich. Du hast auch zugelangt, sei mal nicht so. Ja, ja, genau. Dann wisst ihr wieder, was der Lebensmittel-Sonderposten da so alles im Start hat. Wenn ihr Bock drauf habt, Links sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr da schon eure Erfahrungen rausgezogen habt, könnt ihr die natürlich gerne auch kundtun. Wenn ihr sonst was kommentieren wollt, habt ihr es wahrscheinlich eh schon gemacht. Und genau, ansonsten, wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung, auch zu unseren Social-Media-Bereichen, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, Facebook und so weiter und so fort. Jo, würde ich sagen, ich bin satt. Der Tag kann jetzt schläfrig anfangen. Jetzt bin ich wieder müde. Jetzt erstmal einen Kaffee. Jetzt ist mal ein Kaffee. Ne? Oh, inlegen und schlafen jetzt so. Oh, und die alte Wampe kraulen. Das auch, ja. So viel Schokolade. Und Marci ein Stück Fleisch abgeben. Nein. Wird jetzt abbett und rein müssen. So, an dieser Stelle beenden wir das Video. Genau. Abrupt.
Tschüss. Oder er lässt laufen und klaut sich den Teller. Das könnte auch sein. Haben wir schon Tschüss gesagt? Tschüss. Könnte ja immer so. Jetzt wird's auch nicht mehr, ne? Kann man ja abschneiden. Dann leck ich alles an. So, jetzt ist aber gut. Ich drücke jetzt auf den Knopf und ist dann vorbei, ja? Mach doch.